Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich habe hier die Anastasia Beverly Hills Palette aus dem Sephora Adventskalender 2023. Damit möchte ich einen Look schminken. Ich habe noch so ein paar andere Produkte, unter anderem die Sephora Size Up Mascara, die war auch aus dem Adventskalender. Und ja, falls ihr Lust habt, einen Look damit zu sehen, denn ich hatte euch ja versprochen, dass wir damit einen Look schminken, ist zwar schon ein bisschen her, aber ich denke, das interessiert trotzdem noch viele. Bleibt sehr gerne dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Ich starte wie immer, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert doch gerne meinen Kanal, denn dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Ja, ich habe nach und nach hier die Sachen vorab zu drehen, die ich euch mal versprochen habe. Es dauert immer ein bisschen, ich muss die Videos ja auch ein bisschen vordrehen und so weiter. Und ja, jetzt habe ich heute die Palette wieder entdeckt und habe mir gedacht, okay, da schminken wir einen Look zu. Ich habe ja heute eh so ein Oberteil an, wo das, glaube ich, ganz gut zu passt. Und dann gucken wir uns die Palette mal an, ob die schön ist. Das ist die Glam to Go und die war, wie gesagt, im Sephora Adventskalender drin. Ich habe euch mal ein Stückchen näher geholt und ich würde sagen, wir machen komplett alles zusammen, damit ihr alles seht von dem Look, nicht nur die Palette. Ich würde jetzt mal starten mit dem Yummy Skin Water Powder Serum von Danessa Myricks. Das benutze ich im Moment ganz gern. Das war neu rausgekommen bei Purich. Also ich weiß nicht, wann das Video jetzt hier online gehen wird, aber das gibt es auf jeden Fall bei Purich im Sortiment. Das ist so ein Wasserserum, was eben auf der Haut so wie ein Puder sich verwandelt und die überschüssigen Öle den Tag über wegnimmt, so dass man keinen, also nicht nachölt im Laufe des Tages. Finde ich ganz schön in der T-Zone. Spendet gleichzeitig Feuchtigkeit, also trocknet das Gesicht nicht aus. Ist wirklich ein super Primer, finde ich, für den Tag, damit man nicht nachölt. Also der ist wirklich gut. Ich habe den jetzt schon ganz, ganz viel getestet und kann nichts Negatives sagen. Ich habe erst gedacht, der trocknet bestimmt so ein bisschen auch die Haut aus, aber das macht der nicht. Der blurrt so schön hier im Bereich der Poren. Und wie gesagt, ich öle nicht so schnell nach. Ist wirklich ein sehr schönes Serum. So, und als Foundation benutzen wir heute nochmal die Skin Silk Luminous Foundation von Revolution. Die finde ich nämlich richtig gut. Die hatte ich euch auch vorgestellt in einem separaten Video. Da habe ich euch drei Farben gezeigt. Die F5, die F6 und die F7, meine ich. Ich habe die F6 jetzt hier, denn die passt bei mir wie angegossen. Ich hoffe, dass sie jetzt immer noch passt. Und die trage ich mir jetzt mal auf mit dem Schwämmchen. Das ist wirklich eine hervorragende Foundation. Die bekommt ihr bei Look Fantastic. Da könnt ihr auch mit meinem Code immer ein bisschen was sparen. Der Code steht auch unten in der Infobox drin und ich verlinke euch auch das Produkt mal. Ist wirklich eine super Foundation, die nicht teuer ist und die ist so schön leicht und die verbindet sich toll mit der Haut. Und ja, das sieht alles sehr natürlich aus damit. Deshalb, die gefällt mir. Und hier die F6. Guck mal, passt doch super bei mir, die ist perfekt von der Farbe. Hätte ich nicht gedacht, dass ich hier direkt eine Farbe mit dabei habe bei meiner Probebestellung, die ich gemacht habe. Weil ich war mir nicht sicher, ob die Farben überhaupt passen werden, weil Revolution bin ich nicht so im Game drin. Aber es passt, guck mal, es passt wunderbar. Also solltet ihr noch eine Foundation suchen, die leicht ist und schön für den Alltag und nicht teuer, dann guckt euch die von Revolution mal an. Für mich absolut eine schöne Foundation, die ich mir auch nachkaufen werde. Ganz bestimmt, wenn die leer ist, bin ich mir sicher, weil die sitzt echt super auf meiner Mischhaut und in Verbindung eben mit diesem Serum unten drunter passt das sehr, sehr gut. Als Concealer benutze ich heute den NABLA Regeneration Uplifting Creamy Concealer. Den bin ich immer noch am Aufbrauchen. Und den mag ich aber sehr gerne. Der hat eine richtig gute Deckkraft. Den kann ich euch empfehlen, wenn ihr sowas sucht, was so ein bisschen cremiger ist und ja, eine schönere Deckkraft hat als manche anderen Produkte. Der ist echt gut. Und da gehe ich dann auch gerne immer nochmal so ein bisschen über die Pickelmale und so, die irgendwo durchschimmern drüber. Und das hat wirklich eine hervorragende Deckkraft, dieses Produkt. Und den kann ich euch echt empfehlen. Der ist super schön und sitzt den ganzen Tag sehr, sehr gut. Als Cream Bronzer benutze ich heute mal wieder den Bronzer. Der ist von Be Perfect. Das ist der Cream Bronzer. Und der ist wirklich, wirklich gut. Da gehe ich jetzt hier mit meinem Pinsel rein und nehme mir so ein bisschen was auf. Und ja, blende mir dann hier so eine kleine Kontur mit hin. Der ist wirklich wunderbar. Der ist richtig, richtig schön. Aber wenn ihr eine günstige Alternative wollt von Catrice, die aus der Drogerie, da gibt es ja auch Cream Bronzer, die in so einer Dose kommen, beziehungsweise mit einem Deckel. Die sind auch sehr gut. Also
muss nicht unbedingt teuer sein. Ich wollte nur eine Alternative nennen, weil der ist ja nicht ganz so günstig. Aber wenn ihr den hier haben wollt, den bekommt ihr bei Cosmetic for Less, da bekommt ihr die Marke Be Perfect, oder auch bei Purish im Shop. Ihr könnt auf beide, also in beiden Shops könnt ihr mit meinem Code was sparen. Steht aber auch immer unten in der Infobox drin. So sieht der Bronzer einmal aufgetragen aus. Und ich sag euch auch gerade die Farbe. Ich habe hier die Farbe Sand. Die passt bei mir wirklich super. Für Blush benutzen wir heute mal dieses Herz. Das war aus dem Yes Style Adventskalender, wenn ich mich nicht täusche. Und das ist so ein Cream Blush Cheek and Lip Balm. Der sieht so aus. Ich hoffe, dass der jetzt ganz gut passen wird. Den trage ich mir ebenfalls mit meinem Pinsel hier auf. Den habe ich nämlich noch nicht weiter getestet, den hatte ich nur einmal geswatcht und er hat ja auch einen guten Ruf. Eine schöne, schöne Farbe, guckt mal, seht ihr das? Das ist wirklich eine richtig schöne, natürliche Farbe. Kann ich euch auch verlinken, das Produkt. Der ist, wie gesagt, von der Marke Lily by Red, heißt hier die Farbe. Und das ist die Farbe 03, aber ich verlinke euch den. Unten in der Infobox findet ihr das dann. Der sieht super natürlich aus. Ich hoffe, ihr könnt das ganz gut erkennen. Die Kamera schluckt immer so ein bisschen Farbe, also das ist aber normal. Durch die Lichter und so weiter wird das ein bisschen geschluckt, aber das sieht super schön natürlich aus. Guckt mal, da kommt ja noch Puder und so weiter drüber. Also der gefällt mir definitiv. Jetzt gebe ich mir so ein paar Sommersprossen auf. Da benutze ich hier von Maiko diesen Freckle Stamp. Den habe ich auch bei meinen Amazon-Favoriten verlinkt, falls ihr da Interesse habt. Also unten in der Infobox ist auch da ein Link zu, aber der ist ein bisschen versteckt. Da müsst ihr mal gucken. Da ist so ein Link, wo ihr zu allen Links kommt von mir. Und da ist dann der Amazon-Empfehlungslink. Und da ist das mit drin. Also wenn ihr noch sowas sucht für blitzschnelle Sommersprossen, Leute, dann probiert das mal aus. Das ist super. Mini-Sommersprossis gemacht. Wirklich nicht viel. Kann ja jeder selbst entscheiden. Ich weiß, viele mögen das nicht, deshalb sage ich das immer gern dazu. Und jetzt würde ich sagen, pudere ich das Ganze ab. Für Puder habe ich jetzt nichts Neues, was ich euch noch nicht gezeigt habe. Da benutze ich auch hier das Flower Nose Fair Beige Moonlight Mermaid Serious Setting Powder. Das ist so schön und das ist so gut vor allen Dingen. Ja, und da gehe ich jetzt einfach mit dem Pinsel so ein bisschen rein und gehe mir erstmal so ein bisschen auch über die T-Zone nochmal drüber. Und jetzt, wie immer, gehe ich mit meinem Lieblingspuder drüber. Das ist das Laura Mercier Light Catcher. Ich sage da schon gar nichts mehr zu. Ihr kennt das Puder von mir und ich komme mir so albern vor, dass ich euch immer wieder dieses Puder zeige. Aber für mich, wirklich, es gibt kein besseres Puder als dieses Puder. Ich finde, das gibt einfach so einen schönen, natürlichen Glow, wenn man da nochmal so leicht drüber geht mit dem Pinsel, guck mal, das sieht so schön aus, gerade in dem Bereich und so weiter. Für die Augenbrauen muss ich jetzt gerade mal gucken, was ich für die Augenbrauen benutze. Da habe ich momentan richtig viele Produkte, die ich sehr gut finde. Da benutze ich von Mesauda Milano diesen Signer Brow. Den finde ich nämlich sehr schön. Den hatte ich euch auch in einem Purish Video vorgestellt. Das ist ein Augenbrauenstift, der wirklich gut und präzise malt. Hat oben einmal so ein Spuli. Und dann hat er auf der anderen Seite so ein, so eine Pinselspitze eben. Und da zeichne ich mir jetzt erstmal so ein paar Härchen einfach ein, um meine Augenbrauen zu verdichten. Denn ich habe immer wieder Lücken dazwischen. Keine Ahnung, wieso ich immer Lücken dazwischen habe. Da habe ich jetzt einfach meine Augenbrauen ein bisschen mit aufgefüllt. Ihr seht das schon, die sind ein bisschen dunkler als vorher. Und dann gehe ich mit dem Brow a Spell rein. Das ist auch ein richtig guter Augenbrauen, also eine Augenbrauen-Mascara. Die kommt hier oben mit so einem kleinen Mascara-Bürstchen, sage ich jetzt mal. Und da kann man die dann auch gleichzeitig mit fixieren und nochmal so ein bisschen auffüllen. Also die sehen damit viel voluminöser aus, finde ich. Jetzt kommen wir mal zu den Augen und da benutze ich als erstes eine Lidschattenbase. Da benutze ich die von Dominique Cosmetics. Die versuche ich gerade aufzubrauchen. Das ist die 24 Hour Everlasting Eye Base, weil die ist jetzt schon ziemlich lange offen. Ich weiß nicht, wie lange die sich hält. Und deshalb versuche ich die momentan so ein bisschen auch aufzubrauchen. Also so eine Eye Base, Leute,
Die hält ein Leben lang. Ich sag's euch, dadurch, dass man jetzt so viel braucht. Ich denke, das ist auch je nachdem, wie viel man drauf macht. Also ich mache immer nur so ein bisschen tupfig hier mit meinem Finger drauf. Ohne Eyebase geht es bei mir nicht. Und jetzt kommen wir mal zur Palette. Das ist die Anastasia Beverly Hills Glam to Go Eyeshadow Palette. Und die ist wunderschön. Die war, wie gesagt, in dem Adventskalender von Sephora drin. Und ich finde diese Farben so, so schick. Und das passt auch richtig gut heute zu meinem Oberteil. Die ist süß, die ist kompakt, die hat so ein bisschen Glitzer mit in der Umverpackung drin. Also die ist schon süß für den Alltag, die gefällt mir. Deshalb, ich war da am Überlegen, als ich den Adventskalender ausgepackt habe, ich wollte euch die eigentlich verlosen, habe ich mir gedacht, nein, die möchte ich selbst gerne mal austesten, weil die mir so gut gefällt. Und da würde ich jetzt erstmal hier in die Farbe Dawn reingehen. Das ist dieser Ton hier, das ist so ein... Was ist das? So ein Nude-Ton einfach. Blenderpinsel so ein bisschen was genommen. Und das platziere ich mir jetzt mal hier. Oh, schöne Farbe. Sehr, sehr schöne Farbe. So eine leichte, rosige Nude-Farbe ist das. Ich denke, dass die Palette auch viele haben, weil ja auch viele den Sephora Adventskalender gekauft hatten. Und deshalb ist es vielleicht gar nicht mal so uninteressant, dass ich die Palette jetzt mal zeige. Für die Augen habe ich euch nochmal näher geholt. Es ist immer so blöd, die Kamera ist so weit weg und dann seht ihr das nicht richtig. Jetzt würde ich auch direkt schon in den Farbton Rosy reingehen. Das ist der hier, das ist so ein rosiger Ton, was der Name schon sagt. Ist ein bisschen dunkler. Und den setze ich mir mal hier hinten rein. Und versuche mir hier mal so ein klitzekleines Dreieck zu bilden. Boah, das sind so schöne Farben. Leute, die lassen sich so gut verblenden hier, diese matten Töne aus der Palette. Wahnsinn. Also die hat bis jetzt eine richtig gute Qualität hier, die Palette. Und jetzt gehe ich mit dem Rosy Tone hier unten nochmal an den unteren Wimpernkranz direkt mit so einem feineren Pinsel und verbinde mir das dann mit oben. Und das blende ich mir dann gleich auch noch mit dem Pinsel hier, den ich eben benutzt habe, mit der Farbe Softie hier oben. Damit blende ich mir das aus. Und damit blende ich mir das auch hier so rund ums Auge aus, damit es nicht so hart ist überall. Jetzt gehe ich auch direkt schon hin in die Farbe Fireworks. Das ist der erste Schimmerton. Der ist so ein bisschen bräunlich, so braun-rosé-mäßig. Den setze ich mir hier hinten einmal rein. Oh, der fühlt sich auch ganz, ganz toll an. Also ganz buttrig und weich. Die Palette hat ja eine mega krasse Qualität. Also finde ich total gut von der Qualität. Ich habe jetzt gedacht, die wird so 0815 sein. Ist sie ja auch eigentlich von den Farben, aber die hat eine enorm gute Qualität. Ihr habt das ja sicher schon gemerkt. Meine Looks werden nie so krass, wie die vielleicht bei anderen werden, weil ich einfach möchte, dass diese Looks, die ich euch zeige, auch im Alltag getragen werden können, weil das ist halt so, also ich schminke mich halt im Alltag sehr viel und sehr gerne und für mich ist das einfach immer wichtig, dass ich alle Paletten, die ich zu Hause habe, irgendwie im Alltag auch anwenden kann, weil sonst machen die für mich nicht so viel Sinn. So, und jetzt gehe ich in die Farbe Brady und ich weiß, dass ihr auch ganz oft Alltagslooks mögt und deshalb so ausgefallene Sachen, das ist bei mir nicht so, ja, nicht so oft gegeben. Das mache ich eigentlich eher selten, ausgefallene Sachen. Ich gucke immer, dass man die Sachen wirklich schön in einen Tages-Make-up-Look integrieren kann. Und ich finde, diese Palette eignet sich dafür hervorragend. Der Ton Brady ist auch wundervoll. Ich swatch euch die gleich mal. Fantastische Qualität hat die Palette. Das sind die drei Schimmertöne. Und die swatche ich euch mal hier rein. Liebe ich. Finde ich richtig gut. Guck mal. Die sind buttrig, weich und ja, absolut schön sehen die aus. Absolut schön. Jetzt gehe ich mit dem sauber gemachten Pinsel nochmal so ein bisschen an den Rändern entlang. Verblende das so ein bisschen. Für mich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das, glaube ich, eine ganz perfekte Alltagspalette. Ich will mal gucken, ob es die noch in Nude gibt. Ich glaube schon. Ich glaube, die heißt dann, das ist die I Need a Nude. Die habe ich aber in groß. Brauche ich eigentlich einen kleinen nett, aber wenn die kleine auch so eine gute Qualität hat, werde ich da auf jeden Fall mal gucken. Für den Inner Corner benutze ich jetzt hier gar keinen Ton raus, weil da sehe ich jetzt keinen, außer vielleicht den
Sunburst, da überlege ich gerade, ob ich glaube, das mache ich auch, dass ich mit dem Sunburst einfach in den Inner Corner gehe. Ich habe jetzt keine Lust, eine andere Palette herzunehmen und setze ich mir jetzt einfach hier so ein bisschen in den Inner Corner so eine hellere Schimmerpalette, sage ich, ein hellerer Schimmerton. Fehlt mir hier schon so ein kleines bisschen, aber ich finde, so geht es auch klar. Ja, super schöne Palette, doch. Also total toll. Jetzt kommt noch ein Eyeliner. Dafür benutze ich von Banana Beauty den Basic Bitch. Und da mache ich mir nur hier hinten was hin. Also das ziehe ich nicht komplett übers Auge rüber. Jetzt kommen wir mal zur Mascara. Da habe ich hier von Sephora die Size-Up-Mascara. Bei meinen Augen sieht noch ein bisschen komisch aus, aber weil ich ja die Schlupflider habe, mit Mascara sieht das dann ein bisschen besser aus. Genau, die Size-Up-Mascara, die war auch in dem Adventskalender von Sephora drin. Und ich habe, glaube ich, noch nie eine Mascara von Sephora gehabt. Deshalb bin ich jetzt gespannt, wie die so ist. Extra Volume nennt die sich und die hat vermutlich kein so ein dickes Bürstchen, krass. Die hat eigentlich ein ganz ansprechendes Bürstchen, guckt mal, so sieht die aus. Also das ist kein reines Gummibürstchen. Ich dachte, das wäre ein Gummibürstchen, aber ich glaube, das ist ein Synthetikbürstchen. Sehr cool. Sieht auf jeden Fall vielversprechend aus. Da biege ich mir jetzt meine Wimpern erstmal nach oben. Ich hoffe, dass die jetzt richtig schön Schwung macht, sodass ich keine Lashes tragen muss, denn Lashes habe ich jetzt nicht so Lust heute. Kennt ihr das? Es gibt Tage, da hat man Lust auf Lashes. Es gibt Tage, da hat man nicht so Lust auf Lashes. Und heute ist so ein Tag, wo ich nicht so Lust habe. So, das Bürstchen. Jetzt bin ich gespannt. Erstmal passiert nicht so viel mit der Bürste und den Wimpern. Muss ich mal einen kleinen Spiegel dazu nehmen. Oh doch, aber die greift richtig schön jede einzelne Wimper, Leute. Ich mache jetzt erstmal ein Auge fertig oder beziehungsweise die erste Schicht und dann sehen wir uns gleich nochmal. So, guckt mal, das ist die erste Schicht von der Mascara und ich finde, die Mascara macht wirklich schöne Wimpern. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht gerechnet. Ja, ich mache noch eine zweite Schicht und dann gucken wir uns das nochmal an. Und das ist die Mascara mit zwei Schichten aufgetragen, guckt mal. Sieht doch mega aus. Also ich finde, für 13,99 kostet die große und 7,99 kostet die kleine, kann man das auf jeden Fall machen. Das ist eine sehr schöne Mascara, lässt sich einfach auftragen und verlängert die Wimpern schön. Also mir gefällt das Ergebnis gut. Super schöne Mascara, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich gar nicht mit gerechnet. Gar nicht. Ich habe gedacht, die kann bestimmt nichts. Aber die gibt schön, also ich finde, die gibt schön Volumen, die trennt die Wimpern auch schon. Also mir gefällt das Ergebnis gut, sagen wir es so. Müsst ihr für euch mal gucken, also wenn ihr mal im Sephora die testen wollt, 7,99 kostet die kleine und die hier kostet 13,99. Da kannst du echt gar nichts sagen. Ich lasse euch dazu auch mal den Link unten drin, Size-Up heißt die. Und ja, ich hoffe, ich vergesse die Links nicht. Jetzt kommt noch ein bisschen Highlighter und da benutze ich einfach hier von Danessa Myricks jetzt eben dieses Dewy Wet Balm. Da gehe ich mit meinem Finger rein, nehme mir so ein bisschen was und tupfe mir das einfach hier hin, wo ich so ein bisschen Highlight haben möchte. Das macht dann so ein bisschen, dass es glowy aussieht. Also das ist kein Highlighter an sich, sondern so ein Balsam eben, der so ein bisschen, das sieht so ein bisschen wie nass aus und somit halt ein bisschen fresher und glowy. Und den gebe ich mir hier einfach so ein bisschen überall hin, wo ich den hinhaben möchte. Gerade hier bei den Wangen sieht das sehr schön aus, bei den Wangen vor allen Dingen, bei den Wangen. Und genau, einfach so ein bisschen Dewy Wet Balm. Für die Lippen habe ich hier ein Produkt von RMS und das war auch aus dem Adventskalender von Sephora, glaube ich. Passion Lane heißt auf jeden Fall hier die Farbe, das ist so ein Lip Balm. Guck mal, der sieht so aus, also hat eine richtig schöne Farbe. Ich hatte den nur einmal geswatcht, deshalb ich mache jetzt erstmal die erste Schicht hier auf dem Zeh war so ein bisschen runter. Und ich glaube, dass ich auch einen Lip Liner dazu benutze. Ich will nur gerade mal gucken, welche Farbe da jetzt gut zu passt. Ich muss mal schauen, da habe ich hier von Peripera, ich glaube, der passt ganz gut. Der war auch mal aus dem Adventskalender von Yesdal gewesen. Auch der Lip Liner hat eine super Qualität, kann ich gar nicht anders sagen. Das ist der Ink Velvet Lip Liner 01 Rosy Nude. Auch ein sehr schönes Produkt und da gebe ich mir jetzt den Lippenbalsam. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob das Lipstick oder Balsam ist. Ich glaube, das ist so eine Mischung. Ah, der sieht schön aus, der ist ja toll für den Frühling. Sieht richtig gut aus. Der hat so ein bisschen Schimmer mit drin.
Boah, was eine schöne Farbe. Leute, guckt mal. Mega schön. Gefällt mir richtig gut. Tupfe ich mir das erste Mal ein bisschen ab. Mache ich immer ganz gerne. Das verlängert so ein bisschen die Haltbarkeit, zumindest bei mir. Und dann gehe ich noch eine Schicht drüber. Oh, was eine schöne Farbe. Passion Lane nennt sich die. Verlinke ich euch auch in der Infobox. Möchte ich auch nochmal swatchen, weil ich will mal gucken. Guck mal, was ein schöner Farbton. Ich finde den toll für den Frühling. Den stelle ich mir mal direkt hier in mein Körbchen. Den werde ich auf jeden Fall öfters nutzen. Jetzt kommt noch ein bisschen Setting Spray drüber. Da habe ich jetzt nichts Besonderes. Da benutze ich einfach das All Day Tight Makeup Fixing Spray von Yes Style. Hatte ich das mal von der Marke So Natural. Das habe ich nämlich gerade offen. Also ich habe noch mehrere offen, aber das hier brauche ich jetzt gerade auf. Und das, ihr Lieben, ist einmal mein fertiger Look mit den Produkten. Was sagt ihr denn dazu? Also ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr beeindruckt von der Palette. Die finde ich richtig gut und auch von der Mascara, die finde ich super. Waren jetzt nur gute Produkte, also war kein Flop mit dabei. Vor allen Dingen der Lippenstift sagt mir total zu. Ich bin gespannt, was ihr schreibt, wie ihr den Look findet und ob ihr vielleicht das ein oder andere Produkt auch schon zu Hause habt und auch ausprobiert habt. Schreibt mir das gerne alles in die Kommentare rein. Jetzt würde ich mich auf jeden Fall verabschieden. Ich hoffe, das Video war wie immer ein bisschen inspirierend für euch. Vielleicht mögt ihr den Look auch nachschminken, falls ihr die Produkte zu Hause habt oder mit ähnlichen Produkten. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert doch gerne meinen Kanal, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Ihr könnt mich damit unterstützen und jetzt sage ich ciao und bis zum nächsten Mal.